kurz vorgestellt. Heute geht es um das Spiel Carcassonne, die Burg. Das ist ein Spiel für zwei Personen. Ihr solltet 8 Jahre alt sein und eine Runde kann bis zu 45 Minuten dauern. Ja, wie man sieht, das ist ein kleiner Ableger von Carcassonne für 2 Spieler. Aber auch hier zieht ihr wieder nacheinander verdeckt eine Karte, müsst sie auf- oder anlegen. Und dann könnt ihr wieder einen eurer Gefolgsleute entweder auf den Weg, auf ein Haus oder auf die Mauer setzen. Ist diese abgeschlossen, bekommt ihr ihn wieder. Oder ihr legt ihn am Anfang auf die Wiese. Und der wird dann natürlich wie bei Carcassonne auch erst am Ende gewertet. Das Spiel benötigt relativ viel Platz, da man eine Grundfläche hat, die bei jedem Spiel gleich ist. Es kostet um die 20 Euro, ist leider nur noch gebraucht zu erhalten, weil es neu so nicht mehr vertrieben wird. Und es ist eine schöne Abwechslung zu Carcassonne.